Was? Was kann Auto? Hey, hoffe, mein Auto. Weg von meinem Auto. Kann ich nichts. Grüß Gott da unten. Igor, bist du es? Ja, wie er lebt und lebt. Was machst du denn hier? Wann mitbekommen, dass du hierher gekommen bist? Okay, ich war auch gerade nicht da. Ja, ich habe mich hier ein bisschen umgesehen. Ich wollte mir mal angucken hier. Vielleicht gefällt mir irgendwie ein Haus und, Alter, Jo. ey. Du musst hier gleich mal reinkommen. Hier ist was ganz Komisches. Ey, ich scheiß mir hier gleich in die Hose. Was ist los? Ey, was zum. Also, okay. Ja? Ich werde gleich diese Tür hier öffnen. Soll Ich ich meine Waffe ziehen? bevor ich diese Tür. Nee, bevor ich diese Tür öffne. Erstens, das war schon so. Und zweitens, da war so ein Puppenzombie drin. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Okay, was kommt denn jetzt? Was zum Fick ist das? What the fuck? Ich schwör, das war schon so. Und da war noch ein anderer drin, da habe ich getötet. Oh. Den hat jemand Wer zerstückelt. war das? War das Weiß ich nicht. Also. Oh, mach zu. Oh, ist das eklig. Irgendjemand hat ihn zerstückelt. Aber da war einer Haben wir einen drin. Kannibalen unter uns? Ich weiß es nicht. Also. Aber zerstückeln Puppen sich gegenseitig? Das sieht ja so abgetrennt aus mit den ganzen Beinen und Also, ich. ich habe noch nie gesehen, dass Puppen sich selbst gegenseitig zerstückeln. Die greifen sich eigentlich nicht an. Scheiße. Wer war das? Ich habe Ich keine gucke mir Ahnung. gerade dieses Haus an, denke mir so, oh, es ist ja ganz schön, und dann sehe ich das hier. Was ist denn hier los, ey? Okay, what the fuck? Ich komm gleich. Die anderen beiden sind da. Auch Nick. Willst du mal mit runterkommen? Du kannst mir die Geschichte dann gleich noch erzählen. Ja, okay. Na, let's go. Ui, wer ist Hier, denn da? leg mal auf den Tisch. Zeig mal, was du gefangen hast. Ich bin gespannt. Du warst auch Ivan, oder? Igor. Igor. Ja, Entschuldigung. Lief gut. Naja, knapp daneben. Süßwasserfische? Lief gut. Ach, das war schöne Schuhe, das. Ja. Ein Mit diesen Schuhen niegelnagelneu. überreiche ich dir auch Oh. dieses Geschenk. Verdammt, das lief ja richtig gut. Ein Joint. Alles klar, dann ist die Verpflegung ja gesichert, wa? Ja, da gibt's noch mehr. Was? Ich habe einen Bär gehört. Was? Da ist ein Bär da drüben. Und ich glaube, Das ist ja. kein Bär, das ist ein Moped. Nee, da war gerade ein Bär. Rechte Seite. Warte mal. War das ein Kein Bär oder ist Sichtkontakt zum Bären. Nee, ich guck grad. Ja, das war ein Bär. Er wurde verfolgt. Habe ich richtig gehört. Irgendwo da drüben ist ein Bär. What the fuck? Ich Wo hab's da gehört, drüben? Stefan. Es war ein Bär. Lasst Irgendwo uns da Bären drüben. hier angehen! Woo! Oh Gott, willst du dich jetzt. Machen wir. Alles klar, let's go. Ich komm auch mal mit. Warum nicht? Let's go. Irgendwo da drüben war es beim Haus, in der Kurve. Habe ich ihn gehört. Dann, ob es einer war, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nur was gehört und ich bin einfach noch vorbeigeflitzt. Auf, Marsch, Marsch, Leute! Na, ob das eine gute Idee ist? Der was auch mal Das ist Magen keine gebohrt gute hat. Idee, aber es ist ein Bär. So, Essen haben wir jetzt genug. Irgendjemand hat eine Drohne verfolgt. Ey, ich glaube Igor. Irgendwo hier habe ich den Bären gehört. Da, ich höre ihn schon wieder schnaufen. Herzlichen Glückwunsch. Achtung, ich höre ein Schnaufen. Irgendwo hier vorne ist er. Irgendwo vor uns.
Da drüben an der Wand ist euch sehen. Wo ist die noch nicht? Ah, jetzt sehe ich ihn, ja. Kommt er? Ja. Nein, er rennt weg. Er rennt nach links. Nicht mehr. Naja, er ist glaube ich durchs Gebüsch gerannt. Vorsicht, ne, er ist noch oben ist, also da noch steht. Ne, der rennt da noch, er rennt weg. Da kommen viele. Was da auch bei euch? Weg. Alles gut, Nick? Nein, ich bin verletzt. Ah. Scheiße. Was war denn für eine Scheißaktion? Schwer! Das war ein Bär! Ah. Okay. Ich höre ihn noch. Naja, er ist doch noch hier irgendwo. Da oben im Gebüsch irgendwo. Wir müssen uns zurückziehen. Vor allem bei den schweren Verletzungen. Komm, ich stütze dich. Leg die Waffe weg, das bringt jetzt nichts. Du bist sehr verletzt. Egal, leg die Waffe weg. Komm noch jetzt. Mehr anlocken oder was? Komm, komm mit. Komm. Lass dich stützen. Hey, ich hätte eben fast Stefan erschossen. Sagte. Ja. Lass dich stützen. Das bringt nichts, das ist es nicht wert. Oh mein Gott. Igor, Stefan, guckt mal bitte in die Richtung, wo der zuletzt war, da den Berg hoch. Wenn er kommt, Waffen bitte im Anschlag. Dabei. Ja, warte. Ich hab da ein paar Wunden. War das der Bär oder eine Puppe? Halt still, ein Bär. Oh, es sieht aber gut aus. Das hält wie. Ja, ich nehme an, der Bär lebt noch. Der lebt noch. Ja, leg dich hin. Bleib liegen, beweg dich nicht. Der Bär! Scheiß auf den Bären, Herrgott. Bist du hier drinnen, um Bären zu jagen? Denk daran, was du eigentlich vorhattest hier drin. Soll das das Ende sein, dass du von einem Bär gekillt wirst? Bleib liegen. Ich höre ihn auch noch. Ich biete ihnen eine gute Show. Das ist alles, was sie wollen. Oh, da spielst du gleich mit. Siehst du was, Stefan? Vielleicht war da vorhin in Büschen irgendwie. Ich kann nicht sehen. Tanz nicht nach ihrer Pfeife, Herrgott. Ja, die wollen eine Show. Dann gibst du ihnen gerade deswegen keine Show. Du schießt ihre Drohnen ab. Zeigst einen Mittelfinger. Scheißt auf die. Biete ihnen keine Show, indem du qualvoll draufgehst oder jemand anders um dich rum. Solange ich hier bin, geht hier keiner drauf. Keiner, der nötig ist. Keiner ist hier nötig, drauf zu gehen. Kommen alle hier lebend raus. Und dann reiße ich diese ganze Scheiße ein. Tut weh. Wie sieht's aus? Schwer oder? Er kommt durch, aber er braucht jetzt. Er darf sich jetzt erstmal nicht bewegen. Das er muss ist liegen in dieser bleiben. Position ein bisschen belastend. Ja. Ich hab da noch mal ein bisschen Alkohol drauf. Warte, könnte gleich noch ein bisschen wehtun. Achtung, Zähne zusammenbeißen.
Und. Scheiße! Alles gut, alles gut. Hast du bestanden? Fuck! Das brennt! Yep. Das soll es auch. Ich höre ihn jetzt nicht mehr. Hört ihr ihn noch? Nee. Ich nicht. Könnt ihr mal auf den Balkon da oben gucken? Ob ihr vom Balkon aus oben was seht? Das, was man hier oben sieht? Nur eine Person. Gehst du, Stefan? Ich bleib hier. Ja, ich fahr mal. Nick, du bist nicht mehr beim Militär. Du unterstehst jetzt mir. Hast du selber gesagt. Was? Hab ich nicht gesagt. Nicht mehr? Du kommst vom Militär? Ich war. Fuck! Du gibst dir aber keine Befehle, die beiden helfen mir. Ich weiß, eine Umstellung für dich. Beim Militär oder so eine Aktion? What the fuck? Da ist. Ach ne, ist Stefan. Was, boah, Alter. Verstanden. Ganz ruhig. Siehst du was? Die Wunden meine sollten sich gleich beruhigen. Leute im Rücken. Und keine Zivilisten. Ja, aber du bist nun mal einer verdammten Show. Und hier landen alle. Find dich damit ab. Oder renn zum Bären. Bin ich. Bist du was? Zum Bären gerannt. Ach, das machst du also absichtlich. Nein. Das hast du gerade gesagt. Dann überdenke ich das lieber nochmal, ob du. Dann überdenke ich das lieber nochmal, wenn du so drauf bist. Ob ich dich in irgendeinem Bunker mitnehme mit zwei Zivilisten, die mir unterstehen. Du solltest deine Prioritäten überdenken. Oh, es wird besser. Ganz ruhig. Der Alkohol wirkt. Also ich glaube, der ist weg. Ich sehe den nicht. Ich kann auch nichts sehen von da oben. Gott, da ist er wahrscheinlich auf Distanz gegangen. Ihr habt den ja auch einige Mal getroffen. Ich hab dir da mal eine Antibiotika hingelegt. Hat er gerade ein paar gekauft. Zur Vorsorge. Ja, ich guck mal. Ich habe ihn gehört. Da war doch was, oder? Irgendein Grumm. Ja. Da ist noch in der Nähe, wahrscheinlich oben im Wald. Schon wieder. Okay. Die Wunde schließt sich gut. Du kannst versuchen aufzustehen. Wir schaffen dich langsam zurück. Komm, steh auf. Komm hoch, ich stütze dich. Das ist mir klar. Wir werden das gleich noch mal alles diskutieren, wenn wir zurück sind. Legst dich jetzt bei mir erstmal ins Haus auf die Couch und kurierst dich komplett aus. Komm, ich helfe dir hier drüber. Einmal hier das Bein und dann komm rüber. Gut, und los. Nico, du hast die Shotgun gut. Hilf mir mal, stütze mal Nick ja, auf der anderen Seite ein bisschen. Deswegen konnte ich jetzt eben nicht schießen, weil jetzt hätte ich einen der beiden erwischt. Stütze mal Nick auf der anderen Seite mit, komm. Keine weiteren Kräfte binden. Stefan kann gut schießen mit dem Bogen, der kann da bleiben. Ich brauche eine Pause.
Dann hock dich kurz hin. Sind die Wunden tief, oder? Ja, die eine. Aber der Alkohol hat sein Nötiges ist getan. Aber war das hast du das verbunden? Oder hab ich die vielleicht erst erwischt? Ich bin mir nicht 100% sicher in dem Fall. Also ich wollte schießen, aber ich hab's nicht getan, weil ihr beiden wart halt davor. Ich bin mir da nicht 100%ig sicher, aber ich bin der Meinung nicht. Aber falls es kommt, ich gewesen sein würde, tut's mir leid. Also. Ja, vielleicht war ich im Weg zwischen am Pfeil und dem Gegner. Ich weiß es nicht, also. Da kann man auch mal die ganzen Puppets laufen und hin und her und. Das ist jetzt zweite, nicht so schlimm, wer schuld ist. Auch nicht mehr gesehen. Alles gut, Stefan, das ist nicht schlimm. Es kann im Eifer des Gefechts passieren. Bin nur vorgerannt, passiert. Wir hätten uns erstmal näher anschleichen müssen und dann gleichzeitig draufgehen müssen. Nicht so planlos. Dann sind wir wieder. Lager. Ja, ja. Ihr seht den Bär. Was? Lass ihn. Schieß nicht drauf. Stefan, stopp! Ich guck doch nur als Fernrohr gerade. Ach so, schieß nicht auf ihn jetzt, wenn du ihn siehst. Wir brauchen ihn jetzt nicht nochmal hier bei uns. Der war da gerade rechte Seite auf dem Feld. Komm, Nick. Nimm die schon mal in die Hand hier, wenn ich dich stütze. Wenn es aus der Ecke geschossen kommt, das müsst viel. Stefan? Ja, ich guck mal. Das haben sie vor uns sind Zombies. Kannst du die leise ausschalten, dass wir jetzt nicht die ganze Bagage aufscheuchen? Vor den Häusern? Bestimmt. Das brauchen wir jetzt nicht, wenn wir hier einen Verletzten haben. Ach, okay. Ich kann mich noch wehren. Du legst die Waffe jetzt weg, hör auf damit, du bist gerade verletzt, mein Gott. Was ist nur mit dir? Ich kann mich nicht gerade mehr wehren, das Ding wackelt nur. Ach nein, wirklich? Ist dir alleine aufgefallen? Ja. Doc, verdammt gute Nähte. Narbe wird's leider bleiben. Trage ich als Erinnerung. Als positiv. Muss die Aktion oder scheiße negative? Bauen, dass du die nicht nochmal machst. Ach komm, dann ist gleich. Stefan hat den Weg schon vor uns gesäubert. Sehr gut. Sieht gut aus nach hinten. Der Bär scheint uns nicht zu verfolgen. Die paar Schüsse, die er ihm versetzt hat, hat ihn wahrscheinlich in Panik versetzt. Ich glaube, Nico hat Hunger. Ich habe immer Hunger. Wir hätten den Bären doch erledigen sollen. Nein, wir haben Fisch. Wie sieht's aus, Stefan? Nur den Moment.
Okay, komm, letztes Stück. Hab's gleich. Dann haust du dich erstmal auf die Couch um. Komm. Warte, ich mach die Tür auf. Hallo Brett. Komm. Komm, das letzte Stück. Igor, Stefan, kommt auch mal mit. Mach bitte die Tür zu. Ja, so, okay. Hör dich drauf. Leg dich hin. Alter, fei. Kommt rein. Das mit dem Feuer machen wir gleich. Na, das war ja eine Nummer. Das war einfach nur leichtsinnig, dass wir da vorgegangen sind. Wir hatten zu viel Spaß, glaube ich, und fahren über. Das ist kein Spaß. Wenn ihr hier drauf geht, dann war's das. Die klonen euch immer wieder, stecken euch immer wieder in diese Hölle rein. Und dann, ihr kommt nie wieder aus dieser Scheiße raus. Oh je, oh je. Und du, Nick, was sollte das? Einfach auf den Bären zu? Gib dir eine geile Show? Ich dachte, du hast eine Aufgabe. Ich dachte, du willst dir was schaffen. Was soll die Scheiße? Ah, so nehme ich dich nicht mit. Nein, warte. Ich hatte auch Spaß. Also, Du bist kein Militär, du bist ein Zivilist. Du hast mit der ganzen Scheiße nichts am Hut. Du hättest es besser wissen müssen, Nick. Du bist Militär. Du hast die Ausbildung gehabt. Ihr zwei könnt nichts dafür. Ihr seid Zivilisten. So nehme ich dich nicht mit. Ich danke dir für deine Unterstützung. Ich danke dir auch für deine Hilfe. Ja, aber Igor, du hast nicht umsonst in den Beutel. Wie viel weißt du noch vom Militär? Es war immerhin die Grundausbildung. Ich danke dir, dass du mir geholfen hast. Mit dem Auto. Dass du mir die Infos gegeben hast. Danke ich dir auch. Aber wenn ich die Angst habe, dass du da reinrennst, und das Leben von allen dadurch gefährdest, weil du denkst, boah, ja, geil, drauf da. Da nehme ich dich nicht mit. Vergiss es. Ganz, wenn ich was einwerfen darf. Also, wenn wir eben. Und die beiden als Werkzeuge zu bezeichnen, ist auch keine okay Sache. Das sind Zivilisten. Du sollst sie eigentlich beschützen. Was? Und nicht als Werkzeuge betiteln. Das sind keine Werkzeuge, ja Gott. Brauch Luft. Das Ding ist ja okay. Wenn er Momente hat, wo er vielleicht klar ist, ist das okay. Aber wenn er Momente hat, wo er denkt, boah, ich liebe jetzt eine geile Show, ich hab Bock. Und rennt in irgendeine Scheiße rein. Machen wir das bei den Militärbunkern. Mit den Mechs. Die haben Hunde, die ballern euch Löcher rein. Die schießen euch mit einem Schuss den Arm ab. Ihr geht da drauf. Ja, ich glaub, der war da und ab dann seid ihr nur noch ein Klon. Und nicht mehr ihr selbst. Ja, das geht trotzdem nicht. Aber trotzdem, die Teil hat immer auch seine Fähigkeit. Ja, das ist okay. Das ist okay. Es ist doch vollkommen okay. Aber er hätte es besser wissen müssen. Du bist im Endeffekt trotzdem nur ein Zivilist. Ja, du hast Bock auf Jagen. Du bist mit 15 Leuten unterwegs gewesen. Wie ein Ex-Militär zum Beispiel. Ja? Du gehst nicht. Würdest du jetzt alleine sagen, boah, da ist ein Bär, ich gehe jetzt mal voll rein. Hättest du da Bock drauf? Ach nee, na guck. Ja, aber wenn die Leute, die eigentlich die Kompetenz haben sollen, vorgehen und keine Kompetenz haben,
dann bist du tot. Das, ja, ich weiß, dass du versuchst zu entschuldigen, weil er auch gute Sachen gemacht hat. Habe ich auch gerade. Er hat mir geholfen beim Auto. Geil. Danke ich ihm auch wirklich für. Er hat mir die Infos abgegeben, von denen ihr noch gar nichts weiß. Danke ich ihm auch für. Aber euch beide als Werkzeuge zu betiteln, ja, das ist ja dann okay, ist im Prinzip auch, wenn ihr sterbt, ihr seid nur Werkzeuge bei solchen Aktionen. Ist nicht. Das ist inakzeptabel auf einem ganz anderen Level. Und darum nehme ich ihn auch nicht mehr mit. Wenn ihr zwei mir helfen wollt, du und Ivo, okay, freue ich mich. Muss ich die Scheiße nicht alleine machen. Aber ich kann mich auf ihn nicht verlassen, wenn er so tickt. Wenn wir jetzt taktisch vorgehen und er sagt, boah, ich habe jetzt Bock, ich geile Show, ich gehe jetzt da rein und klatsch den Neck um. Das ist unser Tod. Nein. Er kommt nicht. Haben wir auch ein bisschen letzte Nacht oder beim Angeln am Allerfeuer auch. Ich glaube, wir auch hatten, wenn er das da. Boah, ist er gerade nicht nüchtern doch gewesen? Ich weiß nicht, wie lange es bei ihm wirkt. Also. Nein, ich, also, du musst verstehen, ich kann. Okay, warte, du musst das kurz verstehen. Ich kann mich nicht auf ihn verlassen gerade mehr, wenn ich weiß, er kann. Er ist so drauf. Und ja, nach dem Spruch mit euch, mit dir und Igor, mit Werkzeugen, ja, ich auch kann ich ihm nicht vertrauen. Ich wollte das eigentlich noch klären. Ich wollte das gerade eigentlich noch klären. Aber die Augen wollte ich das klären. Aber jetzt, nach der Aktion. Nee, sorry. Und dann macht er ständig irgendwelche auch Ansagen an euch, als wäre er noch beim Militär und ihr wärt beim Militär. Nein, das funktioniert nicht. Hat er. Du hast die. Hast es. Ach, nein. Hat er. Vertrau mir, ich bin Militär. Ich weiß, wie eine Ansage klingt. Das waren Ansagen. Beim Militär brüllst du nicht oder sonst was. Das ist befehlsmäßig tun. Den hat er gerade gehabt. Er hat euch versucht, Befehle zu erteilen. Ihr seid Zivilisten. Ich bitte euch darum, mir zu helfen. Er befiehlt es. Da gibt es einen ganz dezenten Unterschied. Und das kostet euch im Endeffekt sonst ganz viel. Dieser kleine, feine Unterschied. Ich weiß, vielleicht verstehst du es gar nicht, weil du halt schöne Stunden mit ihm hattest und alles okay war. Aber versuch du das auch mal in Ruhe jetzt erstmal sacken zu lassen, was gerade abgegangen ist. Und was das für Konsequenzen hat. Auch mit dem, was ich dir jetzt alles noch so gesagt habe, von meiner Sicht aus. Ich werde ihm auch helfen, wenn er in Zukunft ankommt und hat eine Verletzung, helfe ich ihm. Klar, ich will, dass alle hier gut rauskommen und dass alle das Ding überleben. Und möglichst nicht als Klon in einer billigen Kopie herausgehen, sondern mit dem eigenen Körper, die selbst noch immer sind. Nicht nur seelisch, auch körperlich. Nur ich kann mich auf ihn nach der Aktion nicht mehr 100% verlassen. Ich weiß nicht, was er tun könnte, damit das jetzt wiederkommt, das Vertrauen. Vielleicht über Zeit, ich weiß es nicht. Aber bei der ersten Mission wäre er definitiv raus. Für mich. Weil ich kann ihm jetzt nicht mehr vertrauen in dem Sinne. Weil die Aktion war einfach Bullshit. Ich bin nur extra kleiner Herr, ihr zwei seid ja gleich los. Ich dachte mir so, okay, gehe ich mit. Sicher ist sicher. Ich war auch froh, dass Igor sitzen geblieben ist im Augenwinkel. Wobei, da kam er doch angerannt. Ich dachte schon, scheiße. Einfach mal ein bisschen wieder rangehen müssen. Ja, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass seine Art gerade hervorgekommen ist. Damit. Das ändert ja nichts daran. Ja klar, taktischer wäre besser gewesen. Aber war vielleicht gut, dass es nicht taktisch war. Und dass es jetzt so rauskommen ist, hat er es dann aber auch abgeklärt, nicht er noch mit euch beiden jetzt gerade. Was? Du hast Fische ohne Ende, was willst du? Hier, guck. Ich habe es deshalb brauchen. Fisch. Hier, Fisch. Hier, alles Fisch. Wozu brauchst du Bärensteak? Das ist alles verdorben. Denkst du, das können wir überhaupt essen? Noch einen Bären jagen? Für was? Haben wir einen Kühlschrank? Denkt logisch, doch, ihr müsst noch eine Weile hier aushalten. Ja, ja, hat der weg. Nein, Alter, ich hab weg. Nick, wach auf.
auf oder ich trete dich hier raus. Raus jetzt hier. Jawohl. Igor, du bitte auch. Ja. Geht's wieder an Nick, oder? Ja, es tut mir weh, aber... Eieiei. Du, ey, ich bin mir echt nicht so völlig sicher, ob ich den Chat auch drin habe. Also, ganz sicher bin ich mir wirklich nicht. Also, wenn das so sein soll, tut's mir echt leid, also... Wir haben uns getroffen. Ja, aber wird wieder, oder? Irgendwas will ich tun sonst, oder? Ich bin mir da echt komplett... Ey, man, wenn das so ist, dann bin ich echt leid. Also, es war so schnell und. Alles gut. Jungs, da hinten kommt einer angetorkelt. Zwischen den Palmen in unsere Richtung. Hinter dem Wender. Ja. Ich sehe ihn nicht. Vielleicht hat er abgedreht, der torkelt gerade hier hin. Und weg ist er. Oh, das war ein guter Pfeil, den muss ich wiederholen. Und Nick, wenn du willst, kannst du sie bei mir ins Bett schmeißen, wenn du noch weiter ausruhen willst. Also, der auf dem Boden ist ja auch blöd. Gib mir ein paar Minuten. Ich meine nur, ne, also brauchst du jetzt hier nicht auf dem Boden sitzen. Also mir kannst du auf jeden Fall rein und sie sonst dahin schmeißen. So, was sollte der Spruch eigentlich eben? Welcher Spruch? So von wegen, da hat man ja normalerweise gute Militärleute dabei. Ich weiß, ich bin kein guter Militärdude. Aber ich kenne mich schon mit Waffen aus. Ich war mal Waffenhändler. Ziemlich lange. Waffenhändler. Immer das nicht böse, aber... Wie gut kannst du mit einem RPG umgehen? Oder mit einem MK15? Wahrscheinlich nicht so gut wie du. Leider gewohnt, dass noch eben zum Gefängnis wurde, dass ich halt Leute hinter mir hatte, die genauso ausgebildet worden sind wie ich. Ja. Ich muss auch lernen, dass wir hier zusammenarbeiten müssen. Ich habe wochenlang allein auf mich gestellt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Bären in der Nachbarschaft finde ich jetzt ja nicht so geil. Ja, das ist auch nicht geil. Meine Frage, Nick, ne? Ja. Hast du mich wirklich als Werkzeug beziffert?
alle, die mit mir mitlaufen, sind erstmal Werkzeug, wenn wir im Kampf sind. Selbst mich hat eingeschlossen. Oh, ja, also ganz oder gar nicht einschlungen gehen, ne, oder? Richtig. Stehen. Nur den Auftrag verloren. Dafür habe ich im ersten Moment so, hey, von dir im ersten Moment so nicht erwartet, tatsächlich. Aber. Wir haben den Auftrag, hier rauszukommen. Naja, an erster Stelle würde ich leben bleiben. Weißt du, Nick, ich bin ganz ehrlich. Ich bin eigentlich immer ziemlich ehrlich. Ich kann dich nicht leiden. Sag ich dir ganz ehrlich. Und ich traue dir auch nicht. Aber. Vielleicht, weiß ich nicht. Also, Werkzeuge. Vielleicht sollst du darüber nochmal nachdenken. Ehrlich gesagt macht mir dieser Bär auch gerade mehr Sorgen. Sag mal, Stefan, ich wollte noch was fragen. Ja. Ich will mal ganz kurz den Fisch aufsammeln, der liegt da gerade vorne rum, der wird gerade schlecht. Ich bin gleich wieder da. Okay. Was wolltest du? Also, du hast doch gesagt, du warst irgend so ein Bürohengst, oder? Ja, war ich. Wo lernt man denn so krass Bogenschießen als Bürohengst? Also, nehmen wir es nicht übel, aber da passt doch irgendwas nicht. Nee, kein Bürohengst kann so Bogenschießen wie du. Also, es muss ein verborgenes Talent sein, aber wenn man Ach, komm. Talent kann, also ich weiß nicht, aber ich habe tatsächlich mir hier meinen ersten Bogen gebastelt, muss damit irgendwie überleben und das hat sich einfach ergeben. Das glaube ich dir nicht. Das kannst du mir nicht erzählen. Du kannst nicht, wenn du keine Ahnung vom Bogenschießen hast, so schießen wie Legolas. Das brauchst du Monate Training. Ja, was heißt Monate? Ich meine, hier notgedrungen muss man ja schnell irgendwie ein bisschen was lernen. Und klarkommen. Und das war das, wo ich am besten klargekommen bin. Ich konnte bei den Geilen von den Viechers und konnte die irgendwie wegnatzen. Und über die allerersten, da habe ich auch 6 Pfeile rein versündet, bis ich da rein getroffen habe. Und dann hat man irgendwo dann seine Technik gefunden. Ja, wenn ich jetzt eine Waffe nachladen soll, ne, brauche ich Ewigkeiten für. Das ist also, fällt mir gerade ein. Ja, da bin ich auch ein bisschen eingerostet. Und ist immer noch leer, weil ich das kurz vergessen habe, jetzt nachzuladen. Also ganz ehrlich, diese Bürohengst-Sache, die kaufe ich dir nicht ab. Könnt ihr kurz an meinem Auto bitte weggehen? Nick, du auch.
Ich guck mal, ob ich den Bären noch finde. Nicht, dass der ich dann irgendwie die Nacht noch angeht. Warte mal. Will die jetzt nur gucken, wo der Bär ist, oder will die den jetzt erlegen alleine? Tja, gute Frage. Weil das wird ja nicht besonders blöd. Ach, der Bär alleine ist kein Scheiß gebaut. Ja, ich würde sagen, wir wenn dann. Also nicht du, wir. Ich bin ja auch mit reingesprintet und voll drauf eingestiegen. Ich bin blind reingelaufen. Ja, ich bin blind hinterher gelaufen. Hab mich da vielleicht auch ein bisschen sehr sicher in deiner Gegend gefühlt. Weil du es doch eigentlich sehr souverän immer alles weggenutzt hast. Schwarzbär. Ja, war der hat keine natürlichen Feinde außer sich selbst. Ja, wenn du willst, kannst du einen Schluck von meinem Haaren für deinen raus. Ich dachte, nach dem Schock. Ich glaube, nach dieser Aktion habe ich mir den ganzen Kram komplett auf. Meinst du? Ja, das ist auch klar besser. Vielleicht soll ich auch nicht so viel. Gerissen, wo ihr gar nicht hingehört. Ah. Zombie an der Tür auf 7 Uhr. Ah, wo? Ah, da, ich sehe. Ja, schöne Show, oder? Kommt bestimmt heute im Abendprogramm die Aktion. Wobei, hat irgendwer von euch nicht die Drohne zerstört? Das war ich. Tja, dann kommst du vielleicht doch nicht. Außer der Bär hat eine Cam oder so. Würde mich exakt nicht wundern. Selbst die Puppets, die alle durch die Gegend rennen. Nimm die mal auseinander. Da kriegst du dann ein schönes Auge. Das nimmt dann dich ja. Ich weiß, die sammle ich ab und an. Tja, keine Ahnung, wo sie hin ist. Das Auto ist irgendwo da hinten verschwunden. Ich sehe es nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Aber ich hoffe mal wirklich nicht, dass sie jetzt hier anfängt, den Bären zu jagen alleine. Ich würde noch hinterherlaufen und sagen, hier bin ich alleine. Da ist sie. Vielleicht braucht sie auch mal ein paar Minuten, um sich abzuregen. Verständlicherweise irgendwo.
Ich habe sie gerade gesehen, sie fährt nach links den Berg entlang. Da kommt sie gerade wieder runter. Geht besser? Gott sei Dank. Ihr habt einen verdammten guten Block am Start. Ja, muss man so sagen. Ich glaube, am nächsten Mal, wenn wir sowas nochmal versuchen sollten, sollten wir ein bisschen Plan dabei gehen, nicht einfach reinlaufen. Ja, dann trinke ich weniger Alkohol und bin wieder mit. Ja, war auch nicht gerade wenig letzte Nacht. Scheiße, ich habe mir richtig fett an mich gegönnt. Ja, ich ja auch. Leider, da ist man dann auch ganz schnell der Realität ein bisschen fern. Ja, ein bisschen, ja, ein bisschen. Pause einlegen, aber ja. Ja, Katze, komm. Ja, nochmal Zigarette ist, glaube ich. Ja, das ist eine gute Idee. Hast du noch? Oder brauchst du? Ich hab noch, hier. Ja, nicht, dass die Blut verschmiert oder so. Ja, zum Glück nicht. Hast du ja ein bisschen was verloren. Ich glaube, sie hat den Bären gefunden. Meinst du? Ich glaube, dann wird sie schnell hintereinander schießen. Habt ihr euch jetzt eigentlich beide hier auch in der Stadt eingenistet oder wo wohnt ihr eigentlich, wenn man das hier wohnen nennen kann? Ja, also ich habe mir hier vorne das erste richtige Haus genommen. In der Straße an der Ecke da vorne, dass die einfach gestoppt ist, die Tür. Ah, wo die da wo das Motorrad drin war oder wo? Ja, genau. Nein, ich wohne hier überhaupt gar nicht in der Stadt. Aber ich glaube, eine endgültige Lösung ist das nicht. Letztendlich. Ja, ich war mir überlegen, ob ich mir das Haus hier gegenüber nehme, aber dann habe ich da im Bad plötzlich übelst viele zerstückelte Leichenteile gesehen, da war ich von dem Haus doch nicht mehr so begeistert. Ja.
Reicht diesmal sogar nicht. Ja, ich glaube, sie hat den Bär gefunden. Ist er noch, seht ihr sie noch? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Aber ja, gerade so ein bisschen Sorgen, ne? Die Schüsse sind über 600 Meter weg, da können wir nichts mehr tun. Ich würde ja gerne gucken fahren, ne? Ob da alles in Ordnung ist. Wenn, dann fahren wir zusammen, nicht einer alleine. Ja, besser ist das. Vielleicht willst du dich auch einfach nur abreagieren. Ja, kannst du auch haben. Ja, aber gefährlich, ne? Jetzt alleine nach dem Bett zu suchen, wollen wir nicht plötzlich hinterher gucken? Sie kommt zurück. Ach, da kommt sie gerade. Ja, okay, dann. Ist ja doch noch alles in Ordnung. Anscheinend. Sie weiß, was sie tut. Sie ist noch her in ihrer Sinne. Gegensatz zu mir. Ich habe auch meinen Anteil, glaube ich, dran. Ich bin zu lange auf diesen Scheißfleck. Ja. Oh, da kommt wer. Alles okay? Ja, an sich schon. Und bei dir? Ja, alles okay. Der Bär dürfte übrigens weg sein. Haben wir gehört. Weil du es nicht mehr gefunden hast oder weil du ihn erlegt hast? Weil ich seiner Spur gefolgt bin. Und okay, dann habe ich nachher geschossen. Er ist abgehauen. Er ist nicht mehr hier. Nein, ich habe ihn nicht erlegt. Warum? Es gab keinen Grund. Wir haben genug zu essen. Wir haben jede Menge Schüsse gehört. Das waren Zombies. Musste mich abreagieren. Hat es geholfen? Nein. Okay, schade.